So, Tiere machen wir morgen wieder. Okay, ja. Das sagte ich ja, das kommt in den Kühlschrank. Dann gute Nacht Pegasus. Morgen versuchen wir nochmal bei Mani Fressen zu kaufen für die Tiere. Und morgen auf jeden Fall auch nochmal wieder Höhle. So, der Plan. Weil die Steine sammeln sich leider nicht von alleine. So, gute Nacht, Stardew-Welt. Schwupp. Ah, ihn kurz anders hinsetzen. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Musik? Oh. 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 Unsere kleine Pupsmaus. Wie gesagt, Shane sollte die Herzen behalten normalerweise. Ziehen wir schon wieder in die Stadt, alles klar. Hallo Sohn. Wie geht es dir, mein kleiner Spatz? Hey. Der rast ja auch bald durch die Bude. So. Dann gib mal her hier. So. Nein. Ja. Alles klar, ist immer noch nichts fertig. Ist schon fast gruselig, wie lange das dauert, wenn ich ehrlich bin. Pegasus, komm mal ran hier. So. Hallo, Paul. Morgen versammeln wir uns alle für das jährliche Luau am Strand. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssuppe. Da gehen wir morgen hin. Bringe auf jeden Fall etwas dafür mit. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil, also sei bitte höflich und zuvorkommend. Kommt zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand, Bürgermeister Louis. Du wirst noch, glaube ich, morgen dein blaues Wunder leben, mein Freund. So. Der Louis. Der wird sie nur umgucken. Das kann ich euch sagen. So, rein da. So, dann machen wir mal eben alles andere, außer die Tiere. Weil wir Arschlöcher sind, ignorieren wir die einfach. Ach ja. Stimmt, den muss ich auch noch weiter ausbauen. Oder ist der... Ne, der ist jetzt fertig, ne? Fehlt dann eigentlich nur noch das Silo. So. Ist hier was fertig? Nein. Okay. Okay. Na, gib mal her. Gib mal her. Gib mal bitte her. So, wie schaut's aus? Die Früchte waren mal wieder fleißig hier. Ich meine, die Pflanzen waren mal wieder fleißig, nicht die Früchte. So. Warte mal. Nee, warte, nee, nee, nee. Wir machen da erst Saat draus komplett. Ich wollte gerade sagen, die packe ich schon mal unten in die Kiste für Wein und so, weil ich ja gerne vergleichen würde. Aber ich mache erstmal fleißig Saat daraus, damit wir mehr davon pflanzen können. So. Eigentlich geht das ja schnell, aber ich würde jetzt trotzdem eben erst zu Mani. Ich hoffe, die ist heute da und dann tippe ich mir wieder die Finger wund. Man kennt es bereits. Man kennt es bereits. Warte. Pflücken wir die heute auch ab. So. Okay. So. Frau Mani, hast du Bock oder eher nicht so? Hallo. Yas. Aha. Warte. Erstmal muss ich mit meinem Buddy quatschen. Moin. Kleiner Tipp. Meine Tante mag pinke Torte. Eine gute Wahl für den ersten Schritt in eine enge Freundschaft. Sie sammelt das Zeug. Ihhh. Jetzt ekel ich mich noch mehr vor dem Charakter als schon vorher. Der hat doch gesagt, sammelt, oder nicht? Oder bin ich jetzt... Ja, egal. Okay, Tierbedarf. Tippen, tippen, tippen. Ich versuche mal wieder schnell zu tippen und tipp mir meine Finger wund. Ups, I did it again. I play with my finger oder so. Mit
mit dem Daumen kann ich gar nicht so schnell tippen wie mit anderen Fingern. So ist besser. Das ist der Mittelfinger. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich euch den zeige. Ich hasse es und ja, es bleibt aber nicht aus. Lala. Wenigstens 1000, aber 2000 kaufen wir eigentlich besser. Ach man, schade, dass man nicht einfach eingeben kann, wie viel man haben will und ja. Franke, das sagst du jedes Mal. Auf Zäulen. Ach ja. Ganz entspannt die 600, Mensch. Eigentlich müsste es dafür ein Achievement geben, ey. Kaufe manuell ein und drücke dabei 10.000 Mal die A-Taste oder die Maus, die linke Maustaste oder so. Junge, Junge, Junge. Ach ja. Und was macht ihr heute so? Kauft ihr auch gerade bei Mani ein und müsst alles einzeln eintippen? Ich hoffe nicht, das wünsche ich niemandem. Aber die meisten, die das Spiel spielen, bauen die ganze Scheiße auch selber an, denke ich. Und haben nicht so viele Tiere. Aber ja, ich habe mir das so ausgesucht. Das ist der Strandfarm- und Viehzucht-Run. Jeder entscheidet selbst, wie er die Spiele spielt. Und ich habe halt mich für diesen Weg entschieden. Also eigentlich ist es dumm, dass ich rumheule. Aber nun. Es ist, wie es ist, ne, Leute? Und da schwindet unser schönes Geld dahin. Schwindet es dahin, das schöne, gute Geld. La 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 la. Aber gut. So ist das Leben nun mal. Blub, 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 blub. Nur noch um Jahre handeln. Ah. Weißt du was? Schnauze voll. So, reicht. Genug Geld ausgegeben und genug Finger kaputt getippt. So, theoretisch können wir dann heute noch nach Robin. Um das Silo in Auftrag zu geben. Würde ich jetzt mal so sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier kommt die Fressenslieferung. So. Tja, nicht optimal, aber zweckdienlich oder so. Ups. Was brauchte man denn nochmal alles? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Kupferbarren? Ich weiß aber nicht, wie viele. Ich nehme mal 5 mit. Oh, 5 in der Hoffnung, dass es richtig ist. Steine, Holz glaube ich nicht, aber Lehm. Lehm weiß ich auch nicht. Ich nehme einfach alles mit. So, Moment. Bevor wir aber dahin gehen. So. Jetzt schnell zu Robin.
Ich weiß wirklich nicht mehr, wie viel Kupfer sie dafür haben wollte. War das weniger? War das mehr? Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. Ich hoffe, sie ist überhaupt da. Und dann, ja, werden wir sehen. Na, gucke, auf sie ist Verlass. Okay, Hofgebäude errichten. Warte, ich gehe eben auf Nummer sicher, dass... Ja, okay. Dann war das das letzte Upgrade. Okay, 5 Kupfer, 10 Leben, 100, alles klar, Bauma. Und eigentlich brauchen wir es ja auch nicht, weil eigentlich reicht ein Speicher für alles. Aber wir haben das jetzt halt überall so gemacht. Deshalb mache ich das jetzt hier halt auch so. So. Okay, ich werde übermorgen damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Silo zu arbeiten. Schön. Sehr schön. So. Ja komm, scheiß drauf, reiten wir jetzt Steine kloppen. Jetzt sind wir sowieso schon hier. Mach den Brei jetzt nicht mehr dick. So. So viel haben wir ja jetzt auch nicht dabei, dass das irgendwie stören würde oder so. Von daher, bis gleich Pegasus oder bis später. Ja, eigentlich ja eher bis später, ne? Ups. Na, wer sagt's denn? Direkten Weg nach unten, den wir nicht brauchen. Aber wenn du mal einen brauchst, dann kriegst du keinen. In so einer Notsituation, zum Beispiel in der Schädelhöhle, wenn wir wieder auf 3 Millionen Mumien treffen oder so. Vermaledeiten Kackviecher. So. Raus und runter. Sehr schön. Schreibt mir doch gerne mal, by the way, in die Kommentare, was eure Disney Top 3 ist. Natürlich nur, wenn ihr Disney-Fans seid. Versteht sich aber eigentlich ja von alleine. Weil jemand, der sich nicht für Disney interessiert, so, der wird auch keine Top 3 haben. Oder halt an sich da irgendwie Lieblingsfilme. Würde mich halt sehr interessieren, was so eure Top 3 ist. Meine beste Freundin zum Beispiel, für sie ist unangefochten Mulan auf Platz 1. Was ich aber irgendwie verstehen kann, weil ich glaube, wäre ich ein Mädel gewesen und hätte dann damals Mulan gesehen, hätte mich das, glaube ich, auch abgeholt. Einfach, ja, ich meine, ihr kennt die Geschichte. Einfach ein starkes, junges Fräulein, was ihren Vater schützen will und dann halt für den Vater in den Krieg zieht. Einfach, weil die Familie keinen Sohn hat und der Vater halt aber schon so angeschlagen ist aus alten Kriegen, dass er eigentlich ja, zum Sterben verurteilt ist. Wo ich gerade ein bisschen Tränen in den Augen kriege, das ist krass. Das ist halt, ja, das ist halt Disney, das ist super toll. Wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen, dass das der absolute Lieblingsfilm meiner besten Freundin ist. Ich kann es absolut nachvollziehen. Wie gesagt, jetzt nicht für mich, aber nachvollziehen kann ich das absolut. So. Ups. Da ist ein Weg nach unten. Den kannst du nicht zerschlagen. Aber daneben schlagen, das kannst du gut, Pranke. Das kannst du gut. Da bist ein ganz großer drin. Im Daneben schlagen. So. Ey. Ich glaube, es hackt. So, sehr schön. Wir haben Fressen gekauft. Wir haben das Silo in Auftrag gegeben. Wir hacken gerade Steine. Morgen können... Ah nein, morgen ist das Fest. Okay, gut. Morgen ist das Fest und den darauf folgenden Tag kümmern wir uns dann endlich mal wieder um unsere Tiere. Endlich mal. Ich würde so gerne den Zwerg verstehen, aber uns fehlt einfach diese eine blöde Schriftrolle, ey. Und ich, wie gesagt, ich habe die noch in keinen meiner anderen Spielstände so spät bekommen. Meistens hatte ich den Zwerg relativ schnell. Aber
Naja, gut, dafür habe ich jetzt hier im Let's Play ganz, ganz, ganz viele Sachen, die ich sonst vorher nie hatte. Dinosaurier zum Beispiel, dann das coole Kino, dann den ein oder anderen legendären Fisch. Also von daher, alles gut. Wobei ich mich teilweise frage, wonach das Spiel da geht. Also wie das Spiel festlegt, wann man was bekommt. Ist das halt komplett RNG oder ist das abhängig von irgendwelchen Sachen, die man triggert durch irgendwelche Aktionen? Ich habe keine Ahnung. Vermutlich ist es einfach komplett RNG. Also das ist wahrscheinlich wirklich komplett einfach Glück und Zufall, wann du was kriegst oder eben nicht. Da gehe ich von aus. Weil wenn du bestimmte Dinge triggern könntest zum Beispiel, könntest du ja teilweise Stardew Valley Speedruns manipulieren. Also das Spiel so manipulieren, dass du schnell bestimmte Dinge kriegst, die du sonst vielleicht ewig suchen würdest. Ja, wenn das RNG ist, ja puh. Umso mehr Respekt dann an die Speedrunner. Da gibt es ja auch bei Stardew verschiedene Kategorien. Am beliebtesten ist halt Gemeindehaus abschließen. Ich habe mir aber noch keinen Speedrun angeguckt, möchte ich noch machen. Aber ich hatte mich jetzt halt beschäftigt, weil ich mich ja selber im Let's Play hier auch, wie die Zuschauer wissen, die seit, also von Anfang an dabei sind, ich habe mich halt immer gefragt, wie so ein Stardew Speedrun aussehen könnte. Und ich hatte meine Vorstellung, teils lag ich richtig, aber teils auch falsch. Wäre halt eigentlich mal interessant, sich das wirklich anzugucken. So. Ich mag es teilweise aber bei Speedruns, wenn die wirklich kommentiert sind, damit man halt als Zuschauer nachvollziehen kann, was da passiert. Jetzt einfach nur ein Speedrun von einem Speedrunner, der weiß, was er da tut, weil er den Speedrun gelernt hat, er aber nicht viel erklärt, das ist halt immer schwer. Das ist dann halt dennoch irgendwo beeindruckend von der Leistung her meistens, aber man sitzt da halt und denkt so, ja, na gut, okay, ja, aber wie ging das jetzt genau vonstatten? Was macht der da genau, der Kollege? Darum ist das bei sowas wie SGDQ und so ganz nice, dass da eben Kommentatoren sitzen, die sich meistens mit dem Run beschäftigen oder das Spiel vielleicht sogar selber runnen, die dann genau erklären können, was da gerade passiert oder zumindest annähernd erklären können, was da passiert, was der Runner da gerade macht. Und ich habe auch schon über Speedruns nachgedacht, aber ich glaube, für mich ist das absolut nichts. Ich bin einfach zu gechillt. Ich spiele einfach meine Spiele, die Spiele, wie ich sie spiele und bin damit zufrieden. Und lasse diesen Sport lieber anderen. Bin aber manchmal echt begeisterter Zuschauer. Und ich hatte auch mit Speedruns eigentlich vorher gar nichts zu tun, bis ich dann bei Rocket Beans die Speedrun-Dale-Sachen angefangen habe zu gucken und dann gemerkt habe, okay, zum Zugucken ist das doch irgendwie faszinierend. Macht Spaß. Ups. So. Oh, ist schon wieder sau spät im Game. Aber einmal geht noch, einmal geht noch. Einmal geht noch. Sag ich jetzt mit meinem jugendlichen Leichtsinn.